Willkommen zurück zu Lego Star Wars The Clone Wars. Beim letzten Mal haben wir ein Virus verschluckt, was gar nicht schlimm ist. Jetzt folgen wir diesen komischen Technomancer Oberlord, hast du nicht gesehen, stumm auf die Wylos. Okay. Oder über Wylos. Okay. Dann Morgo. Assage Ventress, Kapitel 4, glaube ich, ne? Jo. Sturm über Wylos. Wie von Assage Ventress angenommen, hat der widerwärtige Führer der Separatisten Wat Tambor den Twi'lek-Heimatplaneten Wylos eingenommen. Während seine Druidenarmee den Planeten plündert, bildet seine Schiffsflotte eine Blockade in Wylos Orbit, die jegliche Hilfsversuche für die hungernden Zivilisten verhindern soll. Die Republik reagiert mit der Entsendung des Admirals Yularen und der Generäle Kenobi und Skywalker, die die Blockade durchbrechen und Tambor besiegen sollen. Ja, du da, du gehst aus meiner Gefangenschaft. Ist die Vergangenheitsform von verlassen? Verlies! Das war's, der Admiral. Tot. Umgefallen. Hat einen Defekt. Abdrehen, abdrehen! Brennende Raumschiffe im Weltall. Das hat den Hyperraum nicht überlebt. Okay. Das er ist da rüber wie Deichselt, um das Ding irgendwie zu retten, ja? Oder in die Blockade zu schicken. Okay. Der kann ja mal rüberfliegen. Halleluja. Oh, das war einfach eine Kamerafahrt. Okay. So, nun. So, irgendwie da nach links. Warum? Achso, um da eben Feuer zu löschen vielleicht. Sollte vielleicht nicht unbedingt draufballern. Hat Vorteile. So, solange ich nicht hier wieder durch das Weltall hindurchfalle, ist ja dann alles okay, ne? So, hier erstmal durchschneiden. Tolle Idee. Durchschneiden. So, und dann Kabel umschützen. Wer auch immer auf die Idee kam, so, hey, wir machen mal eine Steckdose hinter einer Wand, wo man niemals mehr rankommt. Aber gut. So, ich bin drin. Und jetzt? Und jetzt? Achso, jetzt kann ich hier die Schiffe, das Schiff bemannen. Was genau ich dann hier mitmachen soll, außer die Dinger zerstören, keine Ahnung. Okay, das geht. Ich hätte jetzt gedacht, das sind wieder irgendwelche silbernen Dinger, die musste dann. Oh. Mit was Explosiven kaputt machen, war halt so der Gedanke. Aber nein, ich mache drei Geschütze kaputt und das ganze Ding geht kaputt. Es war halt, ne, so. Die Achillesferse, die Geschütze der Separatisten. Normal. So baut man Raumschiffe. So, einmal hier landen. So ein Ding da hinten, ne? Dieses komische große runde Ding von den Separatisten. Das gab es bisher auch noch nicht aus Lego, ne? Fällt mir mal nur gerade so auf, weil es halt auch nicht aus Lego dargestellt wird. Und tatsächlich als ganz normales 3D-Objekt. Und jetzt haben wir Bomben da oben, ja? Okay. Ich geh da mal. Ich weiß halt nur nicht, was ich mit den Bomben anfangen soll. Ist ja trotzdem noch irgendwo da, warum?
Warum soll ich hier hin? Ich hab doch jetzt Bomben. Bei den Bomben kann ich doch bestimmt ganz was Tolles anfangen. Vielleicht bei dem Ding hier. Nein? Das ist das, was auseinanderfällt. Da kommen halt Schüsse aus dem Nichts. Von dem ehemaligen Raumschiff. Okay. Der sagt aber trotzdem, ich soll hier landen. Ob das so seine Richtigkeit hat, das ist einmal dahingestellt. Aber mal gucken. Geh mal weg. So. Die landen halt auch, ne? Aus dem Nichts heraus quasi. Das ist hier, glaube ich, gar nichts. Zumindest nichts Nennenswertes. Oh ne, da hau ich halt wieder ab, ne? Aua. Ah, jetzt kann ich. Weiß nicht, ob das einen Sinn und Zweck hat, aber ich kann es gut machen. Einfach mal zerstören, was ich zerstören kann. Ja, aber sonst ist hier nicht wirklich viel. Dann abhauen. Dann müssen wir tatsächlich irgendeinen anderen Sinn und Zweck des Ganzen hier finden. Muss ja hier irgendwas geben. Oder ich fliege einfach erstmal geradeaus hier zu dem Ding hin. Okay, ich verlasse das die Missionszone. Okay. Sind halt auch so goldene Dinger, aber ich glaube, mit denen kann ich nicht mal was groß machen. Das hier? Hier kann ich auch landen. Dann landen wir doch mal hier. Was auch immer das jetzt wieder wird. Hier ist was halb kaputt. Aua. Ich zum Beispiel, ich bin halb kaputt. Hallo? So. Oh. Das kann ich jetzt anders bauen, ja? Moment. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben bei Zerstören Sie Ihren republikanischen Kreuzer. Jetzt ist aber Feuer. So, was kann ich jetzt hier bauen? Ein Hebel. Damit das aufgeht, damit ich das hier einmal umschubsen kann. Und sterben kann. Cool. So. Machen wir bitte in die andere Steckdose. Passt. Was kann ich jetzt hier tun? Anderen Kreuzer kaputt? Okay. Wahrscheinlich auch wieder über Geschütze. Die Attacke war sehr effektiv. So, nö. Okay. Das heißt, ich tue jetzt was? Erstmal hochfliegen auf die Brücke und dann mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Alter, da ist so ein Ding. Ich hatte ja schon in irgendeiner anderen Mission, deswegen kenne ich das ja schon. Der Medikit ist da hinten. Das kriege ich doch niemals leber. Wahrscheinlich soll ich eh hier runter, oder? Ich glaube nicht, der mit Anakin jetzt hier hochkommen. Nee, das ist was für Jar Jar Binks, wenn der jetzt hier wäre. Wenn doch nur Jar Jar Binks hier wäre. Dinge, die normal Sterbliche niemand sagen. Ach, guck mal, so eine Kommandobrücke, die kennen wir ja schon. Ich glaube, ich muss da einen leuchtenden Hebel ziehen. Volle Kraft voraus. Piu, 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 piu. Da kommen sie wieder aus dem Nichts.
Das heißt, ich darf jetzt einmal wieder zurück. Um dann die beiden Kreuze platt zu machen, die eigentlich schon längst hätten jetzt hier das republikanische Schlachtschiff vernichten können. Aber hey, man ist ja sonst auch nicht groß bemannt, ne? So, wo ist jetzt hier mein Ding, mit dem ich wieder nach unten fliegen kann? Ist weg. Okay. Kann ich nicht einfach so jetzt hier runter, oder? Ne. Ach, da hinten ist es. So, das heißt, ich gehe jetzt wohin? Hier ging es ja irgendwo rein. Hier könnte ich jetzt nochmal irgendwo rein. Ich probiere es jetzt einfach nochmal, dass ich jetzt noch reingehe und nochmal die Dinger hier kaputt mache. Versuch, mach klug. Ja, da ist auch so ein Traumschiff. Ach, guck mal, da hinten sind jetzt auch Bomben. Okay. Das haben wir. Also, das sind nicht Bomben, sondern sind Stellen, wo ich Bomben benutzen kann. Muss ich mal ganz kurz Bomben holen, kleinen Moment. So. Jetzt wird mir auch ein pinkes Ziel angezeigt. Bitte warten. Oh, toll. Hat irgendein anderes Ziel abgefangen, oder? Nee, ist doch dahin geflogen, wo es sollte, aber ich habe dann dennoch eine Bombe zu früh abgeworfen. Ja. Das wird schon. Vielleicht fliegt das ja schon dahin, wo es hin soll. Wenn schon so anvisiert wird, aber nö. Ich hätte ja dann so oder so wieder Bomben holen müssen, um das Schiff auf der anderen Seite platt zu kriegen. Wir sind auf jeden Fall näher dran an dieser komischen großen Station hier. An der separatistischen Blockade. Nummer 2. Oh. Mit einer Bombe zwei Dinger kaputt gemacht. Okay. Ja, warum auch nicht? Und dann nochmal hier rein. Damit wir auch die silbernen Kanönchen da wegkriegen. Aber das war bra. So, nö. Wieder auf die Brücke. Ja. Damit wir dann wieder irgendwie hochkommen, beziehungsweise weiter. Und das Schiff einfach so 2 Meter weit schieben. War denn jetzt hier wieder mein Schieß mich hochteil? Das finde ich auch so ein bisschen kontraproduktiv gelöst. Ne? Ich würde halt lieber frei rumfliegen dürfen. Aber es hat natürlich auch seine Gründe, warum man das nicht kann. Meistens programmiertechnische Gründe. So, und runter. Nochmal auf die Brücke, bitte. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Ist mir egal. Ich verhau euch sehr. Machen die das da heile oder was machen die da? Will man das so genau wissen? So. Ziehen wir halt am anderen Hebel.
Jo, wir sind drin. Oh, Lichtspektakel. Boom, Baby. Okay, Level abgeschlossen. Und wahrscheinlich geht's dann in der nächsten Folge, im nächsten Kapitel, dann auf den Planeten, um die Trilog irgendwie zu retten. Aber das schauen wir uns dann auch erst in der nächsten Folge an. Wer hätte es gedacht? Na, von daher, wenn jetzt hier keine Cutscene kommt. Oh, kommt nicht. Dann hören und stören wir uns dann in der nächsten Folge von Lego Star Wars The Clone Wars. Bis dann. Tschüss.